Ich kann mich noch erinnern, wo er gesagt hat, er braucht nie mehr als drei bis fünf Stunden Schlaf. Hat sich gelogen, ne? Soll ich drüber reden? Er hat getrunken, definitiv, hört genau hin. Ah, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er da müde war, er hat einfach nur keinen Bock. So, klar, er wird nicht in bester Verfassung sein für seine Verhältnisse, aber er wird nicht so müde sein, wie es da vorgegeben hat. Seht einmal, da steht er. Gaster Strubbelpeter. Okay. Pure Liebe für dich, du Wahnsinniger. Handy, Fall auf Kissenwurfniveau. Was ein Clownader. Hast du eigentlich auch Twitter? Ja? Guck mal hier, zack, machen wir mal hier direkt hier. Oder wo ist hier der Twitter-Link? Wo ist er denn, Digga? Jetzt bin ich mal. Oh, den Twitter überhaupt, ja. Ich hatte den PC vor ein paar Tagen neu aufgesetzt und irgendwie vergessen, Twitter zu saven oder so. Erstmal schauen, wo der Link ist. Machen wir es mal anders hier. Obwohl, das wollte ich gar nicht. Ist, sieht hier jemand einen Tapeten? Fuck. Egal. Habe ich hier irgendwo mein Twitter markiert vielleicht? Habe das doch mal eine Zeit lang reingeschrieben, oder? Ah, hier Twitter. Guck mal hier. Sag es auch in den Kommentaren. Wie gesagt, es ist einfach nur zum Backup. So, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt in naher Zukunft plane, Content zu bringen. Ne? Klar, kann von heute auf morgen passieren, theoretisch. Aber geplant ist da einfach nur, um, falls was passiert mit einem Strike oder so, dass ich da sofort schreiben kann, yo, Bros, hier geht's weiter. Beim letzten Strike, ich hatte keinen Ausweichkanal, ich hatte keine Social Media, ich hatte gar nichts. So, ich konnte einfach nur warten, bis die Woche vorbei war, um dann zu sagen, yo, bin back. Kann ich das irgendwie anpinnen? Natürlich nicht. Geht das hier nicht? Kann ich das nur im... Anscheinend geht das wohl nur... Ne. Wenn ich im Kommentarbereich bin. Ist ja nicht so schlimm. Ob seine Zahldodis irgendwann merken, dass Reini immer sagt, dass er kein Geld hat, obwohl er durchaus gute Einnahmen zählt, auch ohne die Anzeige der Eule, müsste ihn das so irgendwann einleuchten. Wobei, vielleicht hat er selbst ja wirklich kein Geld auf dem Konto. Wenn... Denn aber dem aber so ist, dann hat es die Frau S, die es für ihn hortet und vor der Finanz versteckt. Ja, es ist halt wirklich so, ich werde jetzt nicht so harsch ins Gericht gehen, weil ich da nicht tief genug im Thema drin bin, aber dass man sich so dullihaft vorm Finanzamt retten kann, ne? Krass. Grundsätzlich sieht es aber nicht sehr gut aus bei ihm. Was war das denn schon? Möglicherweise haut es den während des Streamen tut. Irgendwann vom Stänkchen und zwar für immer. Ja, wie gesagt, Reiners Verfassung ist es wirklich schlimm. Also, ja. Bald kniet Reini heulen vor der Schanze, stößt irgendwelche Drohungen aus und bettet darum, die Schanze zurückzubekommen. Ja, willst du das Haus wieder kaufen, ne? 3 Jahre? Dann sehen wir ihn wieder in der Schanze. Seine Arroganz ist mal wieder over the top. Dem wird das Kram mal richtig hart zermitteln. Ja, das Winklerglück scheint zurzeit stärker sein als das Karma. Wir warten ab. Ich halte Reiner Roh nicht aus, deshalb schaue ich eure Videos. Ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Aber ich werde es trotzdem wirklich mal zwischendurch mal so einwerfen. Einfach mal einen rohen Reiner. Hast du einen Therapievorschlag für mich? Ich bin Reiners Zahlschwein geworden. Wie gesagt, so. Ich kann dir einfach meinen PayPal-Link geben. Und wenn du immer, wenn du das Verlangen hast, Reiner Geld zu spenden, so, schickst du es einfach mir. Das ist, glaube ich, eine gängige Therapie. Falls ihr auch an der Therapie teilnehmen wollt, ne? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank, schönes Wochenende wünsche ich dir auch. Vor 2 Wochen. Radau, immer sehr wichtig. Ich weiß nicht, was mir gerade mehr Kopf schon bereitet, Treuender selbst oder die Mulle mit dem IQ unter der Raumtemperatur. Ja, man hat bei ihr sehr gemerkt, dass sie da einfach nur ist, weil, ja, man gegen Rainer matchen kann und die Hater
einige leider zu dumm sind, um es zu checken und ihr dann Geld in den Rachen werfen, damit einer verliert. Ja. Ich verachte jeden, der TikTok hat. So harsch will ich nicht ins Gericht gehen. Pfandflasche im Supermarkt austrinken und gleich wieder abgeben, spart Zeit und Weg. Ja. Denkt jetzt aber darum, wie viel Pfand ihr sammelt, bevor ihr es wegbringt. Und ja, direkt kaufen, kurz austrinken, wieder reinwerfen. Ja. Perfekt. Man war das, mein guter Witz, so richtiger Schenkelklopfer. Das war ja der, wer ist der Einzige im Zug, der einen festen Sitzplatz hat? Der Schaffner. So, da hat Rainer sich halt quasi totgelacht drüber. Der Witz mit Lumpf lief damals unter Anti-Witze, Witze, die bewusst nicht lustig sind. Ja, aber Rainer findet sowas halt witzig, ne? Mr. John, Digga, also bald muss ich, glaube ich, ein romantisches Angebot machen. Vielen Dank für den Alko-Kommentar. Reini ist sein Vater, vergiss nicht die ganzen Bakterien, die er in seiner Gummipuppe gezüchtet hat, ja. Ich meine, die muss ja irgendwo sein. Wer weiß, was da wirklich da rausgewachsen ist. Ich will es gar nicht wissen. Alter, bist du der Sohn? Hat der Wungel dich schon angerufene gehabt? Nee, bisher nicht. Damit ich richtig verstehe, du pinkelst nicht in die Flaschen, sondern sortierst sie in eine Tüte, um sie dann wegzubringen, oder pinkelst du sie voll und bringst sie dann weg? Das behalte ich für mich. Hallo Klonter, okay. Die Frau kocht auch richtig clever, kocht Carbonara, gießt schon die Nudeln ab, hat aber noch nicht mal eine Pfanne auf dem Herd. Ja, richtig schlimm, Alter. Ich mach das immer genau anders. Ich habe noch nie Carbonara gemacht. Also es macht sich ein Messi von seinem Kinderzimmer aus über einen geistig Behinderten lustig. Interessante Konstellation, ja. Es ist kein Messias, also übertreibt man jetzt nicht, okay? Und es ist auch kein Kinderzimmer. Nur ich meine, es ist ja eigentlich so ein Anti-Messi-Verhalten. Ich meine, ich sortiere sie ja zusammen und bringe sie weg. Und lasse sie nicht im Gehweg liegen. Ja. Hallöchen, melde mein Fernwaschenland sofort im Sammelplastiksack. Ja, quasi über mir, nur mit ein bisschen mehr laufen. TikTok ist so ein Schmutz, hoffe, die Staffel endet bald mit einem Permaban. Aber was soll danach kommen? So, dann muss ja die Juno-Staffel wieder losgehen. Und ob das besser wäre? Wahrscheinlich schon. Der Kopf tät mir auch weh. Ja. Pfandflaschen sind dazu da, dass die Kiddies sie verstecken können. Ich lege meine immer in eine Tasche in der Küche, aber wie gesagt, die Kiddies haben immer gefühlt 54.321 Flaschen in ihrem Zimmer. Ich habe keine Kinder, so keine Ahnung, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Habt ihr Nymphensittiche? Tatsächlich? Haben wir einen Vogel gerettet? Was heißt gerettet? Übernommen, sage ich mal, der einfach nicht wirklich gut gehalten wurde. Und der chillt halt hier jetzt, ne? Zwei Wochen, der war zu der Zeit, glaube ich, ein paar Wochen dann da. Hat ihn bestimmt gehört, der hat bestimmt wieder rumgeschrien. Also das war die Zeit, wo er, glaube ich, gerade angefangen hat zu merken, dass er jetzt hier wohnt. Und wie gesagt, das war eine Zeit, der hat wirklich den ganzen Tag rumgeschrien. Aber ja. Ich habe echt gehofft, dass man es nicht hört, aber ja. Ab und zu wird man den Vogel im Hintergrund schreien hören oder singen, je nachdem. Ja. Mädel, ja, Mädel zurück, mein Freund. Mal heftig Radau machen. Wir sammeln unsere Pfandflaschen in einer großen Tüte. Na, ist ja quasi wie bei mir. Was ist denn aus Herr Weewill geworden? Okay. Also wie seine Alarmanlage. Der Digga musste zu seinem eigenen Schutz in Einzelhaft. Ja, kommt an, wo er hinkommt, ne? Ich mach mir um, immer erkundet, Alter. Der Frosch. Also das hatte ich ein bisschen, was heißt öfters, so zwei, drei Mal, okay, sind nur 30 Kommentare gelesen, dass ich mich den Weg reinlike verhalten habe. War schon ein bisschen länger her. Ich hatte da, glaube ich, gesagt, weil Rainer zurzeit nicht viel macht und ich nicht viel Zeit habe, konnte ich das gut kombinieren, indem ich einfach Kommentare vorlese. So, ich wusste jetzt, wie gesagt, TRio55 oder andere Leute, die das geschrieben haben, ihr könnt ja vielleicht nochmal unter dieses Video nochmal genauer erklären, was ihr damit gemeint habt. Liebe zurück. So. 2 Tonnen über ein Gerüst hoch. Am Tag ist Arbeit. Kunst ist Kunst, von mir aus, dennoch überwertet wie Fußballspieler, Politiker, Schauspieler und so weiter. Die erwirtschaften nicht das
Bruttoinlandsprodukt, da steht doch unter Handwerker ein gewisser Vorurteil gegen Studenten oder später Architekten, weil die Nase so weit oben ist und man von der Materie keine Ahnung hat. Ist halt wie die, wenn Rainer erzählt von seinen Fantasien. Geht der rein und raus, würde man nach dem Plan arbeiten, würde die Hälfte aller Häuser hier schimmeln, Türen nicht aufgehen, weil man den Bodenbelag vergisst und so weiter, siehe Berlin. Wer haftet, ist dann der Handwerker, nicht der Architekt, der hat mehr Kohle für einen Anwalt. In Deutschland, was für ein Video ist das denn hier? Was habe ich da nochmal gesagt? Ich muss wirklich diese Videos öfters bringen, damit ich noch weiß, was ich gesagt habe. Wenn Deutschland eins genug hat, sind es Studenten. Normal müssten wir eines der intelligentesten Länder der Erde sein. Wobei heutzutage ein Studium wie ein qualifizierter Hauptschulabschluss von 40 Jahren ist. Beziehungsweise man ihn geschenkt bekommt mit etwas auswendig lernen. Jetzt kommen die ganzen Kids an und wollen TikTok-Star werden. Jeder kann Unterschied. Immerhin sind unsere Politiker ja auch TikTok-Stars. Geile Gesellschaft, habe so eine Vorfreude vor dem, was ansteht. Ich meine, dass mehr Leute studieren und so weiter, ist ja einfach so, weil die Quoten damals so schlecht waren an vielen Schulen, dass man gesagt hat, man macht es einfacher, damit aber die Quote besser ist. So, damit man, ich weiß nicht, ob das ein nationaler Wettbewerb war zwischen den Bundesländern, ob das wirklich ein internationaler Wettbewerb war zwischen Ländern, wie viele Prozent der Leute Abitur schaffen. Irgendwann wurde es komplett einfach so. Ich wohne in NRW, habe ja auch mein Abitur gemacht. Und ja, was, das ist halt wirklich nichts. So, ne? Also Abitur, es hört sich cool an, wenn man sagt, ja, ich habe Abitur, aber es ist, glaube ich, eher so der Nachklang von vor 20, 30 Jahren, wo Abitur wirklich sehr schwer war. Heutzutage, wie gesagt, ich würde mich nicht als schlauen Menschen bezeichnen. Ich habe auch nicht viel getan und es trotzdem easy geschafft. Radau machen, sehr schön. Startest, wieder Rainerle erstmal über die Umstände beschweren. Ja, genau, das meine ich so. Aber ich habe doch eigentlich nur gesagt, naja, also wie gesagt, so. Vielleicht habe ich das Video auch einfach gerade falsch im Kopf. Könnte natürlich auch sein. Also ich persönlich esse nur etwas Cremesuppen oder Schweinebraten kalt, sonst eher teamwarm. Zu Schulzeiten hatte ich Freunde, welche Spaghetti Bolognese kalt in der Semmelbrötchen vertilgt haben. Okay, Brötchen, okay. Bitte lies die Kommentare für bitte ankommen. Bitteschön. Was aus der Dose in ein Glas schütten? Wer macht denn sowas? Nur mehr für den Abwasch. Edith, ich kann Leute gar nicht verstehen, wenn sie sich kaltes Mineralwasser mit Kohlensäure volle Kanne hinter die Binde kippen. Das bereits mir ohne Lügen körperliche Schmerzen und treibt mir die Tränen in die Augen. Außerdem übersäuert es den Magen, habe ich mal in der Schule gelernt. Was hier oben geschrieben? Einfach Spülmaschine, so, ne? Was soll man machen? Radau, sehr schön. Alter, Mr. Jordan, ja, also. Bald geht's los hier, ne? Ich finde, dass diesem Menschen überhaupt keine Aufmerksamkeit gebührt, aber wie es aussieht, wird er gehalten, weil sein Abschluss eine Art Barren bringt. Ohne Internet wäre er der Blödmann vom Altschauerberg und nur dort bekannt, aber hätte, wäre, könnte. Das ist mir gerade zu lang, sorry, Bro, aber komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Er ist einfach nur falsch, was um den Typen für ein Hype herrscht. Aber das GZSZ und DSDS auch noch so vieles mehr. Unterhaltsam ist es, wer jeder denkt, so blöd kann doch keiner sein und wir darüber schmunzeln können. Es ist falsch, dass dieser Mensch mehr Geld bekommt, als jeder, der jeden Tag auch schon arbeiten geht. Auch ist es, wie es ist, aus mir spricht nur der Neid, weil ich einfach nicht kapiere, wie dieser Nichtskönner bis zu oder mehr als 6.000 jeden Monat für nichts bekommt. Mir würde die Hälfte schon reichen und ich wäre wunschesglücklich. Nichtsdestotrotz Glück auf. Mir wäre Social Media und mit Reichweite, ne, du verdienst dich dumm und dämlich. Reini Holt, weil er seine Pfote mit Zwiebeln eingerieben hat. Guckt euch doch seine Augen an. Da hat er doch schon öfters nachgeholfen. Dann würde ich sagen, wir hören hier erstmal wieder auf. Haben heute einiges geschafft. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie insgesamt 50 Minuten Sachen vorgelesen oder so. Ja, lasst gerne weitere Kommentare da unter den Videos, damit wir uns hier ein bisschen drüber unterhalten können. Und ja, würde ich sagen, haut rein.